Vortrag auch den Titel gegeben, der unbekannte Friedensnobelpreisträger. In Österreich bekannt ist die Bertha von Suttner als Friedensnobelpreisträgerin. Jeder kennt sie, sie auf den 1000-Schilling-Schein drauf ist, auf den 2 Euro, auf der 2-Euro-Münze drauf. Bertha von Suttner ist bekannt, dass es in Österreich einen Fried gegeben hat, der für den Frieden eigentlich eingetreten ist. Und auch Nobelpreisträger war ja schon viel weniger Leuten bekannt. Also auch ein Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger, ein österreichischer Friedensnobelpreisträger. Und Karl von Ossietzky ist, wie gesagt, in Österreich wirklich sehr, sehr wenig bekannt. Und darum möchte ich das Wort jetzt an den Christian Bartolf geben, dass er uns erzählt, was er davon weiß, was er alles erlebt hat, mit wem er darüber gesprochen hat. Herzlich willkommen bei uns. Herzlichen Dank an die Friedensakademie, herzlichen Dank an die Friedensstadt und vor allen Dingen herzlichen Dank für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist und eine neue Kreation betrachten kann, nämlich eine Multimedia-Präsentation, die auch zum 130. Geburtstag im nächsten Jahr noch verbessert und dann ins Internet gestellt wird für die Interessierten. Diese Ausstellung beginnt tatsächlich mit dem Jahr 1913, also dem Todesjahr von Bertha von Suttner. Und diese Ausstellung ist in der Folge nach der Ausstellung über Henry David Thoreau ganz konsequent, denn ziviler Ungehorsam wird im besten Sinne hier exemplarisch dargestellt, und zwar im deutschsprachigen Raum. Und zwar ziviler Ungehorsam für soziale Gerechtigkeit, Frieden, Humanität, Menschenwürde und eine demokratische, republikanische Gesellschaft, die jede falsche Autorität ablehnt. Und das hat Karl von Ossietzky so vorbildlich gelebt, dass er als Gefangener der Nazis einen Friedensnobelpreis verliehen bekam, nicht ohne Grund, nicht ohne Unterstützung, auch aus Österreich. Und diese Nobelpreis ist der vielleicht bedeutendste in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hat auch viel zu tun mit dem vierten und bislang letzten Friedensnobelpreisträger Willy Brandt aus Lübeck, meiner Heimatstadt, der Karl von Ossietzky sehr stark unterstützt hat aus dem norwegischen Exil. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Und das bleibt auch so. Diese Ausstellung ist zum 120. Geburtstag hergestellt worden. Und sie wird das erste Mal in Österreich gezeigt. Sie wurde damals gezeigt im Antikriegsmuseum, das auf die Tradition von Ernst Friedrich zurückgeht, der damals beteiligt war an den von Karl von Ossietzky organisierten Nie-Wieder-Krieg-Demonstrationen. Und diese fanden in Berlin zunächst statt, dann im gesamten deutschen Reichsgebiet, dann in England und in Österreich. Und das war eine Nie-Wieder-Krieg-Bewegung, die stark inspiriert wurde von den Berliner Vorträgen von Karl Kraus, der damals durch seine Vorträge viele in Berlin tätige Journalisten und Rechtsanwälte darauf aufmerksam gemacht hat, welche Antwort wir geben sollten auf die Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Und wir haben in unserer Reihe an Ausstellungen über die Ideengeschichte des gewaltfreien Widerstands auch eine schöne Ausstellung über Karl Kraus, die hoffentlich auch in Zukunft in Österreich gezeigt wird. Und diese Multimedia-Präsentation besteht aus Tonaufnahmen und Filmaufnahmen auch, ja? Zitaten, kann man sagen. Und wenn es so ist, dass Karl von Ossietzky unbekannt sei, dann nähern wir uns doch einfach Schritt für Schritt diesem Mann an, auf der Suche
und beginnen. Vielleicht mein Gedanke ist, dass wir ihn erst einmal als Realisten, Pazifisten und Friedensnobelpreisträger verstehen. Und darüber hinaus war er sehr engagiert in Menschenrechtsorganisationen. Auch die Deutsche Liga für Menschenrechte, vorher Bund Neues Vaterland. Und der Friedensbund der Kriegsteilnehmer mit Angehörigen, also mit Teilnehmern des Ersten Weltkrieges, die sich dann für den Frieden engagieren wollten. Das war sehr wichtig und er war als Journalist vor allen Dingen öffentlich wirksam. Zunächst nicht in der berühmten Weltbühne, die er später als Redakteur übernahm, sondern in Zeitungen, Tageszeitungen. Und das waren bürgerliche Zeitungen, bürgerlich-liberale Zeitungen. Das ist das Interessante, wie die Berliner Volkszeitung, die sich pazifistisch engagierte, mit Karl Vetter und anderen. Und das war der Text, den ich vorgeschlagen habe. Interessant, und im Dialog haben wir diesen Text ein wenig verbessert. Und das Schöne ist, dass es zeigt, dass Karl von Ossietzky nicht alleine aktiv war, sondern ganz zusammen mit seiner britischen Ehefrau. Darüber sage ich gleich noch etwas mehr. Und vielleicht noch ganz interessant, ich selbst habe eine sozialwissenschaftliche Ausbildung und mir ist es besonders wichtig, dass in der Friedenspädagogik, in der Erwachsenenbildung solche Ausstellungen an verschiedenen Orten gezeigt werden können, so wie sagt Körner. Denn es ist tatsächlich so, dass es ja für die Friedensgeschichte keine Institution bislang gibt, wie zum Beispiel Schulen oder Akademien oder Institute, so auch in Berlin leider noch nicht. Da gibt es eben ein Museum gegen den Krieg, aber noch kein Institut für Friedensgeschichte. Das wird sich hoffentlich ändern. Ich wünsche es mir jedenfalls. Und dann fangen wir an mit den Büchern. Das ist ein schöner Fotoband über Karl von Ossietzky. Dann das Buch der Lebenserinnerung von Maud von Ossietzky, wo sie sich auch auf die Nie-Wieder-Krieg-Demonstration bezieht. Und das, die neuere Biografie von Werner Bold aus Oldenburg über Karl von Ossietzky als Vorkämpfer der Demokratie. Und dann setzen wir fort mit Briefmarken. Das war 1989, diese Briefmarke in der Bundesrepublik Deutschland. Das war in Schweden eine Briefmarke. 1986 angefertigt, diese Grafik. Und dann kommen wir schon nach Norwegen, wo das Nobelfriedenszentrum eine Ausstellung gezeigt hat, vor 2 Jahren, anlässlich des 80. Jahrestags der Verleihung des Friedensnobelpreises an Karl von Ossietzky. Und hier gibt es einen kleinen Filmausschnitt, Videoausschnitt in englischer Sprache. Das ist der einzige englische Text. Finden nachher noch deutschsprachige Zitate. Und den spiele ich kurz mal. Den findet man auch im Internet. Der gefährliche Preis. Off with his head. It may come to poison all public life in Germany for many years. New political and social systems will come.
but the consequences of Hitler will remain. Later generations will have to contest these in every debate, but the German Republic itself was too spineless to take action. After a 10-minute wait, two SS guards arrived, who more dragged and hauled than escorted a small figure. A shaking, deathly pale creature, who seemed entirely defenseless, with one swollen eye, teeth knocked out, and who dragged a broken and badly healed leg behind him. Parliament's Nobel Committee has awarded the Nobel Peace Prize for 1935 to Carl von Ossietzky. My father would certainly come to Oslo to receive the prize himself if the German authorities allowed him to leave the country. The German authorities will probably say that he is too sick to travel to Oslo. If that should happen, please propose that an additional ambulance be provided. The question of my father being allowed to leave Germany is a question of life or death for him. Briefmarken veröffentlicht und ein Film, ein Spielfilm mit Hans-Peter Minetti in der Hauptrolle 1963. Hier wurde der Pazifist nicht erwähnt auf dem Umschlag, aber der Friedensnobelpreisträger. Jetzt beginnen wir mit Denkmälern für Carl von Ossietzky in Deutschland. Ja. Das ist eine Gedenktafel an dem Gebäude der Kantstraße 152 in Berlin. Das war ursprünglich der Sitz von Mund Neues Vaterland, Deutsche Liga für Menschenrechte. Und dann wurde es zum Redaktionsbüro der Zeitschrift Die Weltbühne, eine Wochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft. Und diese Gedenktafel ist dort zu sehen bis heute. Das Gebäude allerdings ist neu, weil es zerstört wurde im Krieg. Das ist eine Gedenktafel für den Ort, wo Carl von Ossietzky die Leitartikel verfasste, und zwar in Potsdam in einem berühmten Café. Und hier wird auch erwähnt, dass er Mitbegründer und Organisator des Aktionsausschusses Nie wieder Krieg war. Das war 1920. Das ist eine interessante Gedenktafel am Gefängnis in Tegel. Dort wurde er inhaftiert nach der Verurteilung im Weltbühnenprozess
Und das enthält ein Zitat von Leon Feuchtwanger. Für den Frieden schrieb er, für den Frieden lebte er, für den Frieden ging er ins Gefängnis, für den Frieden wurde er gekrönt, für den Frieden starb er. Und das ist ein Gedenkstein in Esterwegen, im Konzentrationslager Papenburg-Esterwegen im Emsland an der deutsch-holländischen Grenze, wo Karl von Ossietzky interniert war. Er war kein Moorsoldat, der Torf stechen musste, aber er musste an Bauarbeiten teilnehmen. Und dieses Lager wurde von SS praktisch verwaltet und er war ständig vom Tode bedroht und wurde in jeder Hinsicht geschunden. Und dieses SS-System unterstand dann Heydrich. So sind es die Nazis, Heydrich, Göring und Hitler, die auftauchen im Kontext und niedere Chargen, Eike und andere, wenn es um die Frage geht, wer damals entschied, was mit Ossietzky geschieht in dieser Zeit der Inhaftierung. Und hier ist das ein Gedenkstein, der auch die Tochter erwähnt, Rosalinda von Ossietzky-Palm, die mein Gast war im Jahr 1985 und mit der ich mit meinen Mitstudenten damals Gedenkveranstaltungen organisierte, an verschiedenen Orten in Berlin, unter anderem auch im Karl von Ossietzky-Park gegenüber dem Gefängnis in Moabit. Und dort steht ein Gedenkstein und mein Thema war Karl von Ossietzky und die politische Justiz. Und ein Jahr vorher war meine erste Rede 1984 über den politischen Pazifisten im gleichen Park am 3.10.1984 zu seinem 95. Geburtstag. Das waren die ersten Aktivitäten in Bezug auf Karl von Ossietzky, als ich Student war und die Atomkriegsgefahr sehr imminent war. Und Karl von Ossietzky war ein leuchtendes Vorbild für Engagement dieser Zeit. Das ist eine Gedenktafel, das ist eine der jüngeren Gedenktafeln an dem Ort, wo er zwar medizinisch nicht effektiv versorgt, aber sich wenigstens sicher fühlte vor Ermordung in seinen letzten Lebensjahren nach der Entlassung und der Verleihung des Friedensnobelpreises. Und zwar ist das in Sanatorium Nordend. Der Doktor war ein Doktor, der seine jüdische Abstammung verleugnen musste, um zu praktizieren und hatte nicht das Gerät, was dazu führen konnte, dass seine Tuberkulose oder die Folgeerscheinungen geheilt werden konnten. Das ist eine vielleicht die jüngste Skulptur in einer Schule in Berlin-Kreuzberg, die sich nach Karl von Ossietzky nennt, mit einem Zitat des Dichters und Weltbühnenautors Walter Mehring. Walter Mehring hat in seinem Text Ossietzky sehr gut verstanden und er war auch in dem Moment anwesend, als es um die Frage ging, soll Ossietzky jetzt in diesem Moment der politischen Bedrohung Ende Februar 1933, soll er Deutschland verlassen oder nicht? Und Walter Mehring wollte Karl von Ossietzky überzeugen, dass er Deutschland verlassen sollte. Das gelang ihm nicht. Und schließlich kommen wir zuletzt zu dem Denkmal in Berlin-Pankow, in der Nähe seines Grabes, des Ehrengrabes des Landes Berlin. Und dies ist das Grab. Und dieses Grab hat eine Inschrift, und zwar das Grab für ihn und seine Frau Maud von Ossietzky. Diese Inschrift heißt Frieden für immer. Und dort fand in diesem Jahr am 4. Mai eine Gedenkveranstaltung statt. Von der Internationalen Liga für Menschenrechte. Da sieht man den Kranz. Und der Kultursenator der Stadt Berlin schrieb eine solidarische Grußbotschaft für diese Gedenkveranstaltung, über die ich gleich etwas Näheres sage.
und hebt hervor das Wirken für Gerechtigkeit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit von Karl von Ossietzky. Und dass er im Grunde genommen das Erinnern an ihn jeglichen Nationalismus und Rassismus verneint. Und das war das Programm. Und in diesem Programm sieht man das Mitwirkende der Tucholsky-Oberschule und der Karl von Ossietzky-Schule anwesend waren. Ein Kunstschmied und Bildhauer, der ein Denkmal für die Frau Maud von Ossietzky für Dezember vorbereitet. Das ist ein der 130. Geburtstag von Maud von Ossietzky, die in Indien geboren war, aber britische Bürgerin war. Und die Begrüßung von der Liga, ehemaligen Liga-Präsidentin Fanny Michaela Reising und dann einen Vortrag, um den ich gebeten wurde, Weltbürger Ossietzky. Vielleicht ist der bessere Titel einer Veranstaltung in Zukunft Weltbürger Ossietzky. Warum? Das wird vielleicht deutlich aus den Anfangsworten dieser Rede. Herr Barthold ist naturgemäß mit der historischen und politisch so bedeutsamen Persönlichkeit Mahatma Gandhis bestens vertraut. Vielleicht führt die Suche nach ähnlich Gesinnten zur eingehenden Beschäftigung mit Ossietzky. Denn auch mit Karl von Ossietzky ist Herr Barthold äußerst gut vertraut. Hören Sie selbst, wie umfänglich die Vernetzungen des Weltbürgers waren und wie bedeutsam die Weltperspektive für das Verständnis der Größe Karl von Ossietzky ist. Herr Barthold, ich freue mich. Frieden für immer. Das erinnert auf diesem Friedhof an den philosophischen Entwurf zum ewigen Frieden von Immanuel Kant. Kosmopolitische und pazifistische Vision vom Ende aller Kriege in einer Weltrepublik. Das wiederhole ich nochmal, weil es dann einfacher zu verstehen ist. Frieden für immer, das erinnert an den philosophischen Entwurf zum ewigen Frieden von Immanuel Kant, die kosmopolitische und pazifistische Vision vom Ende aller Kriege in einer Weltrepublik. Und im Folgenden werde ich diesen Vortrag lesen und ein paar Bilder zur Illustration zeigen. Und ab und zu unterbrechen. Also Kant hatte sich gegen stehende Heere ausgesprochen, aus einem guten Grund, den er sehr, sehr genau auseinandersetzt in seiner Schrift zum ewigen Frieden. Das war eine Leitschrift für viele Pazifisten, wenn nicht nur direkt an den Großvater von Käthe Kollwitz, der davon inspiriert war, in Königsberg. In diesem Jahr gedenken wir dreier Weltbürger, dem 70. Todestag von Mahatma Gandhi am 30. Januar, dem 50. Todestag von Dr. Martin Luther King Jr. am 4. April und der 80. Todestag von Karl von Ossietzky am 4. Mai dieses Jahres. Drei Weltbürger Zeugen des ewigen Friedens, der eben kein Friedhoffrieden ist. Und jetzt kommt die nächste wichtige Tafel. Weltbürger Ossietzky war auch der Titel, so nannte der Journalist Berthold Jakob seine 1937 in Paris veröffentlichte deutschsprachige Kurzbiografie. Berthold Jakob, der von den Nazis zweimal entführt und 1944 an den Folgen der Haft in Berlin starb. Er war bereits Jahre zuvor in Zusammenarbeit mit Karl von Ossietzky im Dezember 1927 vor Gericht angeklagt, auch zusammen mit Ossietzky, weil er die Fememorde der Schwarzen Reichswehr aufgedeckt hatte. Das waren illegale paramilitärische Formationen zur Zeit der Weimarer Republik, die unter Bruch des Versailler Friedensvertrags von 1919 von der offiziellen deutschen Reichswehr gefördert und zum Teil selbst unterhalten wurden. Berthold Jakob hatte von seinem Straßburger Exil aus die Friedensnobelpreiskampagne für Karl von Ossietzky von 1934 bis 1936 initiiert und organisiert. Zusammen mit zum Beispiel Kurt Grossmann von der Demokratischen Flüchtlingsfürsorge in Prag,
zusammen mit Helene Stöcker als Mitglied des Genfer Internationalen Ständigen Friedensbüros, mit Helmut von Gerlach und Hilde Walter in Paris, mit dem Freundeskreis Karl von Ossietzky, mit Kurt Singer in Stockholm, mit dem Ossietzky-Komitee und mit Professor Harold Lasky und vor allen Dingen auch Ernst Toller in London. Weltbürger Ossietzky, das bezieht sich auf den literarischen Journalisten und Publizisten, Friedensnobelpreisträger, Pazifisten und meines Erachtens zusammen mit Wolfgang Borchert, dem größten Sohn der Hansestadt Hamburg, Karl von Ossietzky, aber auch auf seine britische Ehefrau, Maud Hester von Ossietzky, geborene Litchfield Woods, welche aus einer anglo-indischen Familie in Hyderabad abstammte, von ihrem Großvater, dem Bankier William Palmer, der die Quäker unterstützte, und welche sich in London und später als Krankenschwester in Manchester an gewaltfreien Demonstrationen und Kundgebungen der englischen Frauenrechtlerin beteiligte, der Suffragetten um Emmeline Pankhurst. Und Maud von Ossietzky unterstützte ihren Mann Karl in Hamburg und Berlin, wenn es galt, durch Artikel und Vorträge sein Engagement für Bürgerrechte, Demokratie und soziale Gerechtigkeit zu bekunden, vor allem Stellung zu beziehen gegen Krieg und die Ideologien des Militarismus und Nationalismus, gegen Kolonialismus und Imperialismus, gegen Antisemitismus und Rassismus. Bertolt Jakob schreibt also jetzt in seinem Buch Weltbürger Ossietzky, und dann folge ich mit Fotos, die das illustrieren, dass Karl von Ossietzky, geboren am 3. Oktober 1889 in Hamburg, aus einer katholischen Kleinkaufsfamilie entstammt und seine Mutter einen kräftigen Judenhass pflegte, wie Ossietzky manchmal mit leisem Schaudern berichtete. Eine Rede von August Bebel kannte Ossietzky noch nach vielen Jahren in ganzen Passagen auswendig. Ossietzky war tief beeindruckt von der ihm unerhörten Offenbarung, dass der große sozialistische Führer, schreibt Jakob, das war jetzt August Bebel gemeint, dass er für erlittenes Unrecht nicht etwa die geißelte, die das Unrecht getan, sondern die, welche es geduldig hingenommen hatten. Diese Einstellung entsprach genau jener von Tolstoi und Gandhi, welche gewaltfreie Nicht-Zusammenarbeit, Non-Kooperation mit dem Unrechtssystem empfahlen, zu dem nicht allein Demonstration, sondern auch Boykott, Streik und ziviler Ungehorsam zählen. So folgte Ossietzky explizit Tolstoi, dessen Schauspiel Der lebende Leichnam er zitierte, als er im Jahr 1913 das erste Mal den wild gewordenen preußischen Militarismus öffentlich anprangerte, was ihm bereits in der Kaiserzeit die erste Gefängnisstrafe einbrachte, welche jedoch dann amnestiert wurde im August 1914. Als einfacher Infanterist, als Grabenschwein, also hier sieht man Fotos von Karl von Ossietzky und seiner Frau, und zwar Verlobungsfotos und Hochzeitsfotos in Fairhaven, auch in der Ausstellung zu sehen, in England vor dem Ersten Weltkrieg. Zwei Fotos, hier auch mit britischer Fahne. Und hier sieht man Ossietzky als einfacher Interist, Infanterist, als Grabenschwein, so wurde das damals genannt, steht er jahrelang an der Westfront, wo sie am dicksten ist. Und Bertolt Jakob schreibt die ganze Zeit, Ossietzky habe niemals und keinem gegenüber aus seiner Überzeugung ein Hehl gemacht, dass dieser Krieg des Kaisers verbrecherisch sei. Nach dem Eintritt der militärischen Katastrophe gab Ossietzky ein Wochenblatt in Hamburg heraus, es hieß Die Revolution und hat nur kurze Zeit gelebt. Er hat dann in der Hamburger Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft gewirkt und wurde um 1920 herum von dem alten Professor Ludwig Quitte als Sekretär des Zentralbüros nach Berlin geholt. In der Redaktion der Berliner Volkszeitung fand der Schriftsteller Ossietzky ein Dach. Karl Vetter hatte dies Blatt zu einem Zentrum pazifistischer Propaganda gemacht. Er griff die zuerst 1917 von Maximilian Harden ausgerufene Parole »Nie wieder Krieg« auf, begründete einen Friedensbund der Kriegsteilnehmer und schuf schließlich zusammen mit den Freunden vom Bund Neues Vaterland,
mit Otto Lehmann-Rusbüldt und militanten Kreisen der Deutschen Friedensgesellschaft den Aktionsausschuss Nie wieder Krieg, der alljährlich im Berliner Lustgarten am ersten Sonntag des August seine gewaltigen Massenmeetings gegen den Kriegsgeist veranstaltete. Und davon sehen wir jetzt Fotos. Das ist erst einmal das Gedicht, das Krieg dem Krieg tituliert, Theobald Tiger, also Kurt Tucholsky, schrieb gegen Imperialismus und schon prophezeite, dass nach abermals 20 Jahren neue Kanonengefahren kommen. Das wäre kein Friede, weil aus jedem Imperialismus ein Nationalismus entsteht. Das wäre Wahn, der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Und die Parole da von ihm formuliert, Krieg dem Kriege und Friede auf Erden. Diese Parole wurde später aufgenommen, zwar von dem Friedensbund der Kriegsteilnehmer in ihrer ersten Verfassung. Das war der Versuch, alte Soldaten des Ersten Weltkriegs zu aktivieren gegen den Krieg, weil sie wussten, wogegen sie sprachen. Das ist das zerbrochene Gewehr, in Holland kreiert 1909 mit einem Sonnenaufgang, mit einer Aureole, verbunden mit der Forderung Nie wieder Krieg. Und sowohl das zerbrochene Gewehr als auch die Parole Krieg dem Kriege wurde dann von Ernst Friedrich später, ja ein paar Jahre später, propagiert in seinem international bekannten Buch über die Folgen des Ersten Weltkrieges und seinem Antikriegsmuseum in Berlin. Und Karl von Ossietzky wohnte damals im Büro des Mitjournalisten Karl Vetter und hat dort die Hauptarbeit geleistet. Hier sehen wir also erste Fotos, 1. August zwischen 15.000 und 80.000. Da sehen wir die Publikation mit einem Artikel von Karl von Ossietzky. Washington. Und wir finden Maud von Ossietzky hier zu sehen, wie sie mit der Frau von Professor Albert Einstein, Else, Flugblätter aus einem offenen Wagen heraus verteilt. Wir finden engagierte Schauspieler Antikriegsgedichte von Kurt Tucholsky vortragen, wie Krieg dem Kriege und 3 Minuten Gehör. Darunter war dann auch Ernst Friedrich, der Schauspieler aus Potsdam. Karl von Ossietzky wurde bald einer der tätigsten Propagandisten der Nie-wieder-Krieg-Bewegung. Er ist in diesen Jahren oftmals als Redner vor Volksversammlungen getreten. Seine Ansprachen waren jedes Mal ein Genuss, schreibt Bertolt Jakob. Das Ende einer dieser Ansprachen aus dem Frühjahr 1923 erinnert Bertolt Jakob genau. Er schreibt: Er schloss seine Rede mit einer Apotheose der weißen Fahne des Friedens, die noch flattern werde, wenn die blutbefleckten Standarten der Nationen längst in den Staub gesunken sein werden. Hunderttausend Teilnehmer, wozu 22. Das war die Zeit der besonderen deutsch-französischen Verständigung. Die Menschenrechtler, Pazifisten von Deutschland und Frankreich arbeiteten in dieser Zeit besonders eng zusammen. Und hier auch Albert Einstein demonstrativ mit einem französischen Kollegen. Käthe Kollwitz hat ein Plakat entworfen in dieser Zeit für diese Bewegung, Schlachtdenkmal. Und dieses ist auch dann von der Gewerkschaftsbewegung übernommen worden. Es gab eine enge Zusammenarbeit. Dann hat Martha Steinitz, eine Aktive in dieser Bewegung, durch Einladung der Quäker eine Vortragsreihe gehalten in England und in England über diese Nie-Wieder-Krieg-Bewegung berichtet. Zuvor hatte sie über die englischen Kriegsdienstverweigerer im Ersten Weltkrieg
ein Büchlein geschrieben, das Kotorowski rezensiert hat. Und diese Martha Steinitz hat bewirkt, dass es in England einen Nie-Wieder-Krieg, einen No-More-War-Movement gegeben hat. Unterstützt von vielen verschiedenen Gruppen. Und in Österreich haben sich diese Gruppen diesem Verband Nie-Wieder-Krieg angeschlossen. Darunter auch ein Tolstoi-Bund. Ein Monistenbund, auch Karl von Ossietzky war ein Monist, vernunftbasierend, und Theosophen, Versöhnungsbund, Esperanto-Pazifistenbund, Zionistische Jugend, Studentenbund und herrschaftslose Sozialisten, Frauenliga für Frieden und Freiheit, Landesverband der Kriegsinvaliden und Kriegshinterbliebenen. Kannst du bitte lauter sprechen? Ja, das ist die Flugschrift aller dieser pazifistischen Vereinigungen anlässlich des 10. Jahrestages des Kriegsausbruchs. Und das ist ein Foto von der Demonstration, der Kundgebung in Wien. Und 5 Jahre später gab es von einem Lyriker textet, der später von den Nazis ermordet wurde, ein Lied. Niemals sei die schwere Zeit vergessen, als der Mütter schwerstes Leid begann. Niemand kann dies weh ermessen, denke daran. Denke daran, manches Heer von jungen Müttersöhnen zog hinaus auf nimmer Wiederkehr durch ein Meer von Muttertränen. Ungetrocknet blieb die Tränenmeer vor euch Müttern. Den Kelch geleert, diesen Bittern soll jede Macht erzittern, eh ein neuer Krieg die Welt verheert. Und was lieb und teuer Hass zerstört. Ruft ihr Mütter, ruft es immer wieder, bis erkämpft der schönste Menschensieg. Herzen hoch, die Waffen nieder, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Nimmer soll es ungehört verhallen, schreit es Mütter laut hinaus vereint, bis uns Menschen, Kinder, allen ewig helle Friedenssonne scheint. Text von Theodor Waldau, genannt Wauwau. 2014. So, diese Weltbühne wurde natürlich in Berlin veröffentlicht als Nachfolger der Schaubühne, einer von Siegfried Jacobson herausgegebenen theaterkritischen Zeitschrift, die dann auch die Zensur umgehen konnte mit guten, interessanten, intelligenten Kommentaren zu Theaterstücken. Die Weltbühne wurde auch ab 1932 in Wien herausgegeben, weil man schon wusste, dass die Diktatur droht oder naht. Und dann nach dem Verbot der Weltbühne im März 1933 wurde diese neue Weltbühne dann in Prag herausgegeben. Das bezieht sich auf den Weltbühnenprozess mit den beiden Rechtsanwälten vor Gericht. Dort wird Karl von Ossietzky
feierlich verabschiedet von Schriftstellerkollegen wie Ernst Toller, Kotucholski, als er in das Gefängnis nach Tegel geht. Hier ist eine Erklärung der Deutschen Liga für Menschenrechte, die eine Amnestie fordert, wie viele andere auch, zum Beispiel Albert Einstein. Dieser Wunsch von dem Rechtsanwalt Apfel war für Albert Einstein Grund, ihn besonders hervorzuheben und die Amnestie für ihn zu fordern von USA aus. Graf Nosiecki hat dies als seinen vielleicht den wichtigsten, den freudigsten Tag in seinem Leben empfunden. Und er meinte, dass man im Gefängnis ein lebendes Symbol des Widerstandes ist, als wenn man sich dem Gefängnis entzieht, indem man versucht, ins Ausland zu gehen. Also er wollte eine lebendige Demonstration sein und das Weltgewissen aufrütteln. Und die Weltbühne schreibt, die Arbeit der Weltbühne wird fortgesetzt. Trotzdem, also andere nahmen seinen Platz ein als Redakteur und setzten die Arbeit fort. Er selbst hat sich sehr umstellen müssen im Gefängnis, wurde amnestiert im Jahr 1932. Und zeitgleich musste er sich verantworten, weil er zusammen mit, weil er einen Artikel von Kotucholski geschrieben, der bewachte Kriegsschauplatz, erklären musste vor Gericht, und zwar in dem das Zitat vorkommt, Soldaten seien Mörder. Und interessant ist, dass dieser Artikel auch erwähnt die Exhortatio des katholischen Papstes Benedikt XV. Vom 28. Juli 1915, der den Krieg als grauenhafte Schlechterei bezeichnete. Und das übersetzte Karl Kraus in seiner Tragödie Die letzten Tage der Menschheit als fürchterliches Morden. Und die Veröffentlichung der Exhortatio in einer neuen Übersetzung war der Anlass für Kotucholski zu seiner Polemik. Und in dieser Polemik wurde der Satz Soldaten sind Mörder geprägt. Und das Berliner Schöffengericht sprach ihn frei. Mit der Begründung, dass der allgemeine Satz nicht auf bestimmte Personen ziele und deshalb keine Beleidigung sei, worauf sich Ossietzky in seinem Schlussplädoyer bezieht, indem er schreibt, aber es ist falsch, wenn man annimmt, dass es sich in dem Weltbühnenartikel um die Diffamierung eines Standes handelt. Es handelt sich um die Diffamierung des Krieges. Was nützt den Hunderttausenden Toten des Weltkrieges die Ehre, die hier angeblich geschützt werden soll? Erst muss der Mensch leben, dann kann seine Ehre geschützt werden. Und sollte in diesem Sinne nicht auch die strafrechtliche Rehabilitation und justizpolitische Rehabilitation Karl von Ossietzky durchgeführt werden in der Bundesrepublik Deutschland. Das wäre nötig und kann nur politisch geschehen, weil 1993 ein Gericht sich dagegen gewandt hat. Dann würde er nicht mehr das Odium eines militärischen Geheimnisverräters oder eines Landesverräters mit sich herumtragen. Dann würde man sich vielleicht auch an dem Nationalfeiertag, den 3. Oktober, daran erinnern, dass Karl von Ossietzky ein großer, ein vielleicht der größte Friedensnobelpreisträger war. Das ist nämlich der Geburtstag von Karl von Ossietzky, der Nationalfeiertag Deutschlands, der 3. Oktober. Nächstes Jahr der 130. Geburtstag. Das ist die Tochter, die bei mir zu Besuch war. Und sie hat mir erzählt von ihrem Vater, von seiner Vorliebe für französische Literatur, sein Interesse an ostasiatischer Politik und vieles mehr. Und hier schreibt sie, und sie hat sich sehr eingesetzt, schon als junges Mädchen, als Schülerin. Sie ging damals auf eine Quäkerschule in Stockholm im Exil, als sie davon erfuhr, dass ihr Vater den Friedensnobelpreis praktisch verliehen bekam. Und das ist, zeigt sie, wo er lächelt nach der Weihnachtsamnestie, nach der Freilassung, nur für ein paar Wochen.
bis er dann von den Nazis inhaftiert wurde. Und diese Tonaufnahme bezieht sich auf die Frage, warum hat Karl von Ossietzky nicht das Land verlassen nach dem Reichstagsbrandprozess im Februar 1933, als die Nazis schon vorher ganze Listen von politischen Gegnern, vor allem Pazifisten, auch Kommunisten, aber vor allem Pazifisten, erstellt hatten, um sie inhaftieren zu können, bei gegebenem Anlass. Und der spätere Ankläger des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals, Robert Kempner, der damals preußischer Staatsanwalt war, spricht als erstes über die Gründe in seinem Gespräch mit Ossietzky und danach die Tochter. Reichstagsbrand, am Morgen nach dem Reichstagsbrand wurde er verhaftet, er war zu Hause, 28. Februar 1933, 27. stand ich unten mit befreundeten Journalisten am Reichstagsbrand. Göring kam runter und sagte, das haben die Kommunisten gemacht. War eine glatte Lüge. Ich habe ihn später in Nürnberg darüber vernommen. Er hat gesagt, der Führer hat mir das so empfohlen. Und ich telefonierte Kurt Grossmann von der Liga für Menschenrechte und dem Ossietzky. Ich weiß nicht, wen ich da zu Hause sprach. Ich sagte, jetzt geht's los, denn ich wusste von einem früheren Kollegen aus dem preußischen Innenministerium, dass Listen veröffentlicht worden waren und dachte, wenn die Leute Listen veröffentlichen, die Nazis, dann geht's los mit Verhaftung jetzt. Also er wollte nicht weg, man flieht nicht. Man bleibt bei seinen Menschen. Er meinte, im Ausland kann man schlecht fechten, man muss im Lande sein. Schon sprachliche Schwierigkeiten und man hat den Kontakt nicht mehr. Man wird ein Emigrant, der nicht viel ausrichten kann. Also er beschloss zu bleiben, weil er schrieb, hier bin ich am unbequemsten. Dieses Bild ist aufgenommen in Konzentrationslager Sonnenburg bei Küstrin an der deutsch-polnischen Grenze. Das ist ein Foto von Papenburg-Esterwegen. Rosalinde von Ossietzky, die Tochter von Karl und Maud von Ossietzky und spätere schwedische Sozialarbeiterin Rosalinda von Ossietzky-Palm, erinnert im Zusammenhang mit der internationalen Friedensnobelpreiskampagne von 1934 bis 1936 an Berthold Jakob und Willy Brandt, dem späteren Regierenden Bürgermeister von Berlin, Bundesaußenminister und Bundeskanzler der deutschen Entspannungspolitik, der seinerseits den Friedensnobelpreis 1971 bekam. Und sie schreibt, Rosalinda schreibt, Willy Brandt, damals in Norwegen, schildert in seinen Erinnerungen die Zeit der aufregenden Friedensnobelpreiskampagne für Karl von Ossietzky und lenkt den Blick auf die Verdienste des unvergleichlichen Berthold Jakob, den mein Vater als Mensch und Publizist sehr schätzte. Endlich ein bedeutender Kampf nicht allein für den Erhalt des Friedens, sondern auch gegen den Nationalsozialismus in Deutschland. Uns genommen, dann haben wir weiter besichtigt. 3 Uhr nachmittags, mitten auf dem großen Freiplatz zwischen den Baracken, sagte ich zu dem Kommandanten Standartenführer Loritz, jetzt wünsche ich Herrn von Ossietzky zu sehen und zeugenlos mit ihm zu sprechen. Es handelte sich um den Hamburger Pazifisten und Schriftsteller Karl von Ossietzky, den späteren Nobelpreisträger. Die Umstehenden nahmen eine fast drohende Haltung an. Loritz, hochrot im Gesicht, presste hervor, wer wollen Sie sehen? Wer ist das? Wir wissen es genau. Kein Häftling dieses Namens ist hier. Doch er ist hier, falls er noch lebt. Wir wollen keine Zeit verlieren und dann lauter, falls er nicht mehr lebt, mache ich Sie persönlich verantwortlich. Jetzt schrie Loritz, melde ich ausgeschlossen, ich weigere mich. Der Maschke der Verzweiflung nahe versuchte auf mich einzureden. Ein einziges Mal nun entschloss ich mich auch zu dem Kasernenhofton. Was ist das für eine verdammte Schweinerei, dass hier Befehle nicht durchgehen? Sie kennen Ihren Befehl. Ich sehe die Häftlinge, die ich zu sehen wünsche und spreche mit ihnen. Wir wissen, um was es geht. Mehr brauchte der Unteroffizier nicht. Schon lief einer aus dem Gefolge
in die hinterste Baracke. Dann standen wir schweigend. Wieder schaute ich auf die Armbanduhr. 3 Minuten, 5, 10. Nach 10 Minuten kamen 2 SS-Leute, die einen kleinen Mann mehr schleppten und trugen, als heranführten. Ein zitterndes, totenblasses Etwas. Ein Wesen, das gefühllos zu sein schien, ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen. Er schleppte ein gebrochenes, schlecht ausgeheiltes Bein. Ich ging ihm entgegen, reichte ihm die Hand, die er nicht ergriff. »Melden!« schrie Loritz. Ein unartikulierter, leiser Laut kam aus der Kehle des Gemachten. »Wer von Ossietzky sprach Ihnen? Ich bringe Ihnen die Grüße Ihrer Freunde. Ich bin der Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Ich bin hier, um Ihnen, soweit uns dies möglich ist, zu helfen.« Nichts. Vor mir gerade noch lebend stand ein Mensch, der an der äußersten Grenze des Tragbaren angelangt war. Kein Wort der Erwiderung. Ich trat näher, jetzt. Jetzt füllte sich das noch sehende Auge mit Tränen. Lispelnd unter Schluchzen sagte er, danke. Sagen Sie den Freund nicht sein Ende. Es ist bald vorüber, bald aus. Das ist gut. Dann noch ganz leise, danke. Ich habe einmal Nachrichten erhalten. Einmal war meine Frau hier. Ich wollte den Frieden. Dann kam wieder das Zittern. Ossietzky verneigte sich leicht in der Mitte des weiten, leeren Lagerplatzes, machte eine Bewegung, als wolle er militärische Stellung annehmen, sich abzumelden. Und ging er das eine Bein nachschleppend, mühsam, Schritt vor Schritt zu seiner Baracke zurück. Willy Brandt schrieb Artikel in norwegischer Sprache vom norwegischen Exil aus für Karl von Ossietzky, die bis heute meines Wissens nicht ins Deutsche übersetzt worden sind. Wenn wir einmal die Willy Brandt-Gesamtausgabe uns anschauen. Hat das ein starkes Engagement im Dialog mit Hilde Walter in Paris, die sich als ehemalige Sekretärin Ossietzkys für ihn einsetzte und er hatte Kontakte zum Nobelkomitee aufgenommen, zu einzelnen Mitgliedern, wollte auch gerade die Friedensnobelpreiskampagne unterstützen. Und hier in einem Zeltlager zu sehen, bei der norwegischen Arbeiterjugend. Hier in einem Brief an Hilde Walter, wo er schreibt, dass er nicht optimistisch sei, was das Ergebnis angeht dieser Kampagne, aber trotzdem sei es wichtig. Nichtsdestotrotz sollte die Kampagne mit voller Kraft fortgesetzt werden. 1985 spricht Willy Brandt über Karl von Ossietzky in einem Interview. Herr Brandt, Sie waren der nächste Deutsche nach Karl von Ossietzky, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Und Sie haben aus diesem Anlass in Ihrer Rede vor der Universität in Oslo ausdrücklich an Ossietzky erinnert. Dabei auch erwähnt, dass Sie als junger deutscher Flüchtling und Journalist die Kandidatur Ossietzkys haben unterstützen können. Was haben Sie damals tun können? Und sind Sie Karl von Ossietzky jemals persönlich begegnet? Um mit dem zweiten anzufangen, nein, ich bin ihm nicht begegnet. Ich war ja erst 19, als ich aus Deutschland weggegangen bin. Oder man kann besser sagen, als er eingesperrt wurde. Ich habe die Weltbühne regelmäßig gelesen, als ganz junger Mann. War dann von Oslo aus in Kontakt mit den Gruppen in anderen Ländern, die sich um einen Friedensnobelpreis für ihn bemühten. Ich habe Parlamentarier in einer Reihe von anderen Ländern, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern selbst, dazu gebracht, dass sie Anträge gestellt haben an das Nobelkomitee des Storting. Habe auch ein bisschen das Komitee selbst beobachtet. Direkt einmischen kann man sich da nicht, aber man konnte schon sich eine Meinung bilden, wer wohl was für richtig halten würde. Als er den Preis für 1935/36 bekommen hat, war ich dann gar nicht mehr in Oslo, sondern da war ich illegal in Berlin. Aber ich habe mich sehr gefreut.
Wie haben Sie damals die Verleihung des Preises an Ossietzky empfunden? Als eine Demonstration vornehmlich gegen das Naziregime in Deutschland? Oder als eine Demonstration für den Menschen, den die Nazis seit der Reichstagsbrandnacht gefangen hielten? Oder als eine Würdigung der engagierten persönlichen Friedensarbeit von Ossietzky? Es war wohl alles drei mit drin, aber das, was damals, sage ich ganz offen, was damals bei mir im Mittelpunkt des Interesses stand, war, dass eine Institution wie das Nobelfriedenskomitee etwas Demonstratives machte gegen die Nazi-Herrschaft und für das andere Deutschland, nicht nur für die, die eingesperrt waren, sondern für das gesittete Deutschland, für das Ossietzky einstand. Weil Ossietzky war es, wie gesagt, diese Doppelheit. Er wäre nicht gegen Widerstand gegenüber dem Nationalsozialismus gewesen, aber er hat es für richtig gehalten, seine pazifistische Überzeugung, seine Arbeit gegen den Krieg mit nur friedlichen Mitteln zu führen. Herr Brandt, schon in der Weimarer Zeit haben Konservative. Es ist so, dass Willy Brandt besonders die Frauen, die ihn unterstützt haben, wie die Studienrätin in Oslo, Mimi Sverdrup-Blonden, hervorhob, und als auch Hilde Walter in Paris, weil diese Frauen es fertigbrachten, ohne Büros, Referenten oder sonstigen Aufwand, mit bewundernswerter Zähigkeit zu Wege zu bringen, dass internationale Reaktionen vielfältiger Art verzeichnet werden konnten. Und so Träger des Preises, Mitglieder nationaler Parlamente, Professoren für Staats- und Rechtswissenschaften, Geschichte und Philosophie, Mitglieder des Nobelkomitees aus verschiedenen Ländern, auch Jane Addams, die Friedensnobelpreisträgerin zum Beispiel, diese Kampagne unterstützen Albert Einstein, Thomas Mann in einem fantastischen polemischen Artikel in Norwegen, der sehr gut aufgenommen wurde, und vor allen Dingen auch Heinrich Mann. Von Heinrich Mann werden wir gleich noch ein Zitat sehen. Heinrich Mann hat vor der Verleihung, während und danach sehr starke Gedanken formuliert. Auch in den USA, in der Zeitung The Nation, im New School of Social Research, gab es Unterstützung dieser Kampagne. Und die Nazis hatten tatsächlich als Grund für die Inhaftierung von Ossietzky und als Grund für das Verbot, ihn ins Ausland reisen zu lassen, auch wo er schon körperlich zerschunden war, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er die berüchtigten Nie-wieder-Krieg-Demonstrationen veranstaltet. Das ist ein Bezugspunkt. Und sie hatten Angst, dass er von dem Ausland, außerhalb Deutschlands, dann agitieren würde gegen die NS-Diktatur. Das war der Hauptgrund. Hitler seinerseits befürwortete die Ausreise und dann die sofortige Ausbürgerung. Aber es gab Kräfte, die das tatsächlich, man glaubt es nicht, verhinderten, weil sie es für politisch wichtiger erachteten, dass diese mögliche Feind, der immer noch seine Intelligenz behalten hatte, trotz aller KZ-Lageraufenthalte, dass der eine sehr starke Stimme gegen die Nazis in den 30er Jahren nach der Olympiade in Berlin sein würde. Das ist das Telegramm. In zwei Tagen hat Ossietzky überlegt und dann geschrieben: Nach längerer Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, den Preis anzunehmen. Der Nobelpreis für den Frieden ist kein Zeichen des inneren politischen Kampfes, sondern der Verständigung zwischen den Völkern. Und diese Verständigung zu fördern, bedeutet nicht, an Deutschland und Europa zu denken. Er wollte auch jetzt kein Kasus Ossietzky provozieren, der schon längst da war natürlich. Eine solche, für die Nazis ein solches Ärgernis, dass sie jedem Deutschen die Annahme eines Nobelpreises für die weitere Zukunft verboten haben und einen eigenen Staatspreis eingerichtet haben. Das war Hitlers Idee. Und in seiner Nobelpreisträger 1971 bezieht sich Willy Brandt auf diesen Widerstand und beschreibt auch, wie er selbst
als 22-Jähriger illegal in Berlin war. Er war auch im Spanischen Bürgerkrieg tätig und war also nicht allein in Norwegen. Willy Brandt war sehr aktiver Journalist in dieser Zeit und hat damals für die sozialistische Arbeiterpartei sich engagiert, wie auch Bertolt Jakob. Das war eine Abspaltung von der SPD. Später dann haben sich die Mitglieder mit der SPD vereinigt wieder im Exil. Und die Sozialistische Arbeiterpartei war sehr, sehr wichtig, weil sie verbunden war mit den Menschenrechtlern der Weimarer Republik. Die Nazis haben das als einen Skandal empfunden und ihn als Landesverräter bezeichnen, obwohl er nicht als Landesverräter verurteilt wurde, juristisch, sondern juridisch, sondern als Verräter militärischer Geheimnisse. Und hier wird diskutiert bei den Nazis, ob er ausreisen soll. Diese Dokumente stammen übrigens aus den sämtlichen Schriften von Karl von Ossietzky, die über Jahre hinweg praktisch erarbeitet und herausgegeben worden sind, veröffentlicht worden sind. Der interessante Band, aus dem diese Dokumente sind, ist der letzte Band mit den Briefen, mit den Dokumenten, auch zur Friedensnobelpreiskampagne. Und Karl von Ossietzky wird auf diese Weise zu einem lebendigen Beispiel eines gewaltfreien Widerstandsleisters im Sinne von Mahatma Gandhi, weil er schreibt, also er erklärt, auch im Dialog mit Göring, ich war Pazifist und werde Pazifist bleiben. Und er hat sich dann ganz klar distanziert von der Nazi-Ideologie und hat auch gesagt, vor versammelter Presse im Krankenhaus in Westend, dass er, wenn er Deutschland verlassen könne, nicht wieder zurückkehren würde. Das war sein Hauptziel, rauszukommen. Er wurde vor einen Prozess gezerrt, als Zeuge auszusagen. Und Karl von Ossietzky hatte nämlich über Gandhi geschrieben, schon 1929, dass Gandhi kein politischer Mensch im europäischen Sinne sei, sondern mehr die geheime Gewalt, die ohne Amt und Partei doch alle beherrscht. Verteidiger des Alten und Führer ins Unbekannte, Weisheitslehrer und Elementarschulmeister zugleich, Denker und Praktiker, Träumer und Organisator von amerikanischem Format. In allem aber beispielhaft, ob er für sanitäre Reformen eintritt oder das uralte Vorurteil gegen die Unberührbaren, gegen die Parias bekämpft oder schweigend in das Gefängnis der Engländer geht. Was die wenigsten wissen, ist aber, dass Gandhi sich auch auf Karl von Ossietzky und Martin Niemöller bezog und ihren organisierten gewaltfreien Widerstand gelobt hat. 1939 im Januar. Wie er auch gegenüber dem späteren Mentor von Martin Luther King, der ihn besuchte, organisierten gewaltfreien Widerstand 1937 empfohlen hat. Und von dem Berg Carmel in Palästina damals, jetzt Israel, aus Daniel, also in Haifa, schrieb der Schriftsteller Arnold Zweig, dass Gandhi bewies, dass eine Lehre der Gewaltlosigkeit möglich war. Ihm schien gegeben, das menschliche Zusammenleben nach seinen Lehren zu gestalten, und zwar auf der Basis, die Tolstoi und Kropotkin wieder aufgenommen hatten aus den alten Lehren des Christentums. Und auch in Deutschland gab es Vertreter solcher Überzeugungen, Männer wie Kurt Eisner und Gustav Landauer, Karl von Ossietzky, Erich Mühsam und Theodor Lessing versuchten nichts anderes. Und was Gandhi in Indien gelang konnte, ist in Deutschland versagen. Das ist das, was Bertolt Brecht schrieb auf den Tod eines Kämpfers für den Frieden. Wenn der nicht allein gekämpft hat, erschlagen ist, hat der Feind noch nicht besiegt. Und das sind jetzt drei handschriftliche Stellungnahmen von Heinrich Mann. Und eine ist besonders interessant, nämlich ein Zitat. Ups. Warum geht es jetzt nicht weiter? Oh.
Jetzt habe ich ein technisches Problem. Moment. Geht nicht weiter. Nächste Tafel. Ich weiß jetzt nicht, wo das liegt. Ossietzky, der nicht mehr schreiben und sprechen konnte, ist in seinen Ketten dem hohen Glücksfall begegnet, dass einen Augenblick das Weltgewissen aufstand und der Name, den es aussprach, war seiner. Und das ist die Abschlussmusik. Die hatten wir als Hintergrundmusik zu dieser Ausstellung. Das ist Karl Amadeus Hartmann. Und nimmt das Motiv der unsterblichen Opfer auf. Und das ist eine Internetversion. Und das war die Hintergrundmusik, permanent praktisch, bei unserer Ausstellung. Ja, ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Es war ein langer Vortrag, aber ich glaube, das ist vielleicht wichtig für erstmal einen Zugang zu erarbeiten zum Weltbürger aus jetzt. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Der belastenden Musik ist noch ein bisschen im Hintergrund ausklingen. Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere wichtige Frage, die dann vielleicht alle interessieren könnten, die da jetzt zum Vortrag konkret noch wäre, wenn noch jemand eine Frage stellt dazu. Seines Gesundheitszustandes seit Frühjahr 1936 ihm vor allem darum, dass er fortleben, also weiterleben kann. Und eine richtige Kur konnte er nicht dort vor Ort bekommen. Und es waren sogar noch ein norwegisches Ehepaar, Herr Finli und seine Frau, waren dort. Und dieser Mann hatte selbst Tuberkulose gehabt, er wusste also genau, was es für Möglichkeiten gab, das wollte er auf privater Ebene noch organisieren, das war aber schon zu spät. Das war so kurz vor seinem Tod. Und darum, es waren immer diese beiden Ziele der Solidaritätskampagne für Karl von Ossietzky von Bedeutung, sein Leben zu retten. Im Unterschied zu anderen, die ermordet worden sind, wie Erich Mühsam zum Beispiel, wo man einen Selbstmord vorgetäuscht hat von Seiten der hinterhältigen Nazis. Aber andererseits wollte man auch, dass er international ein Symbol ist für den deutschen Widerstand, für den, nicht nur den deutschen Widerstand, sondern den europäischen Widerstand gegen die Nazis. Das ist die Antwort auf die Frage. Gut, danke schön. Ich glaube, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und auch ein bisschen um dich zu schonen mit deiner Gesundheit, würde ich jetzt sagen, wir können gerne noch im kleinen Rahmen sprechen. Christian, wie gesagt, wir sind sofort weglaufen, ein bisschen was zum Trinken mitgebracht. Vielleicht können wir noch im kleinen Rahmen die eine oder andere Frage stellen oder uns gegenseitig irgendwie noch unterstützen in diesen Ideen. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einmal Veranstaltungen der Friedensakademie besuchen könntet. Und auf jeden Fall möchte ich euch einladen, die Ausstellung anzuschauen. Entweder jetzt noch, solange wir noch erinnern bleiben können in diesem Haus, oder im Laufe der nächsten Tage bis zum 27. September, also ungefähr eine Woche lang, ist diese Ausstellung hier zu sehen. Dankeschön, schönen Abend, gutes Nachhausekommen. Friedensmusik in der Friedenstadt Linz ist jetzt in dieser CD, hätte ich mitbringen können, dass ich leider.